Moin Moin. Okay, was machen wir heute? Ja Mann, ich bring aus dem Flieger schon mal, der wartet schon da vorne. Und noch irgendwelche berühmten letzten Worte, bevor es losgeht. Einmal losgehen. Let's go! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu Pelzer und Ritters, dem besten Kanal auf YouTube. Und wie ihr seht, wir sind gerade beim Skydive. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst nicht zu kommentieren. Yeah! Yeah! Like and subscribe! Give us high five! Yes, man! Ne, ich glaub's nicht. Juicy's back! Und Luca hat eine neue Fliese. Berührt. So, Freunde, wir haben wichtige Nachrichten für euch. Traurige Nachrichten. Das ist nämlich der letzte Vlog von uns. Und wir sind gerade am Mission Beach, Nähe von Cairns. Bald sind wir auch in Cairns und da sind richtig geile Sachen, die wir noch machen. Also letztes Video wird nochmal ein Banger. Hier, man kann nicht schwimmen gehen ohne Stinger-Suit immer noch. Deswegen haben wir hier auch so ein Netz, so ein Poolmeer. Dumme Sache, das wird jetzt aber die ganze Zeit so sein. Was machen wir? Wir gehen in Rainforest. Wir gehen Scuba-Diving machen, ne? Und wir gehen Tiefseefischen. Das wird richtig geil. Luca, willst du auch noch was sagen? Wir sehen euch in Cairns. Wir sind in Cairns. Wir sind schon im Dschungel, im Dentry Rainforest, der älteste Dschungel auf der ganzen Welt. Jawoll! Und jetzt ab ins Wasser mit dir. Vamos! Heute hier im Daintree Rainforest, der älteste Regenwald der Welt. Ein Fun Fact ist, dass das Great Barrier Reef und der Daintree Rainforest, die treffen aufeinander in Port Douglas. Und die beiden Ökosysteme brauchen sich gegenseitig. Wenn das eine stirbt, stirbt das andere auch. Also das Korallenriff zum Beispiel, das Great Barrier Reef. Vor 5 Jahren wurde das ja so heiß, die Wassertemperatur war über 30 Grad gestiegen und dann fangen die Korallen an zu bleichen. Und es kamen dann Wolken, also das Wasser ist verdampft über dem Ozean, ist zum Regenwald, dort haben sich die Wolken abgekühlt und abgeregnet. Das gefilterte Wasser von den Mangroven ist dann wieder ins Great Barrier Reef und das hat das Ganze dann abgekühlt. Wir stehen hier überall in so Sumpfgebieten und wir suchen hier die Crocs. Natürlich! Die wollen wir nämlich nochmal sehen. Schnieschner Schnappi! Gleich geht es nochmal eine Krokodiltour, da müssen wir die sehen, unbedingt. Und Schlangen. Schlangen, Krokodile. Und Cassowaries. Krokodile und Cassowaries, die letzten Nachfahren der Dinosaurier. Ja. Oh. Alter, der denkt, das sind Koalas. Schon wieder auf Schlangenjagd, oder was? Das da hinten sieht doch aus wie ein Krokodil. Da ist die Irvine. Verreckt. Da sind keine Leute drauf, nur für Forscher. Und da ist die australische Legende, bei der wir schon im Zoo waren, in einer anderen Folge, ist verstorben leider. Übrigens, im Sand steht noch eine wichtige Nachricht für euch alle.
liken und kommentieren nicht vergessen. Ja. Achtung! Hier an den Stellen erkennt überall Krokodile im Wasser. Schnapp. Diese Dinger laufen da auch noch rum. Und die? Ja. Naja, die laufen nicht um, die schwimmen rum. Ne? Die kleinen Jellyfishes. So groß wie dein Fingernagel haben wir am letzten Video schon erklärt. Deswegen musst du die Neopren-Dinger tragen. Haben wir schon erklärt. Oh, tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Es ist doppelt, hält besser. Kann rausgeschwimmen werden. Falls ihr noch was reingeht, ne? Damit ihr nicht sterbt, hier der absolute Guide. Was kann das, Luca? Mach einen Mund voll. Wir haben bisher noch nichts gesehen hier. So ist Quatsch bisher. Richtig enttäuscht. Aber jetzt gehen wir auf eine Krokodiltour. Mal schauen. Kokos. Probably 4.5 meters long. We estimate 70 years old. 600 to 700 kilos. Also diese Ameise kann man ablecken. Also den Arm von der Ameise, der schmeckt dann nach. Schmeckt nach gar nichts. Der hat mich verarscht. Ich schwör's. Doch, boah. Ah, hast du wieder ne? Ja. Yeah. Oh, übel dolle. Na was? Nach Limette. Aber es ist so ein Stich. Also das soll jetzt nach Limone schmecken. Mal gucken. Versprochen. Das schmeckt wirklich nach Limone. Also man soll die, man hält deren Kopf und man soll das hintere Teil ablutschen von denen. Und das ist, und er hat auch gesagt, das ist wie ein Elektroschock. Zu cool. Back at it, Digga. Heartless Crocodile Farm heute. Wir konnten von den Kokos nicht genug kriegen. Heute leider in einem Zoo, also AA Zoo. Das soll hier nicht so mäßig sein, aber back to back Krokodile. Krokodilfütterung, alles. Wer ist denn der? Special Guest heute. Ich chill hier mit meinen Brüdern. Limone und Elektroschock. Ernsthaft? Was will man mehr? Boah, das war richtig spannend gerade mit dem Krokodil. Das hätte man sehen müssen. So, morgen. Morgen. So ein Scheißregen. Geklappt. Auf geht's zum Schnorcheln. Das wird eine richtige Spaßpartie heute. Boom Leute, wir sind zurück heute auf unserem mega geilen Tauchtour. Bei Sturm geht es heute ins Wasser ganz tief. Zeigen wir mal den Sturm. Sturm. Richtig, richtig motiviert. Wir sehen heute ein Hai auf Ansage. Wakanda forever. Wir fliegen. Heute ist richtiger Wellengang. Gar nichts gerne. Er hat hier schon. Er geht nochmal hin. Er holt sich noch auf zwei mehr, Digga. Wellengang ist extrem heute. Nachdem unser Frühstück gerade wieder rausgekommen ist. Der Muffin, das wird nicht reingeschnitten, hoffentlich. Doch, wird richtig reingeschnitten. Jetzt geht's tauchen. Also, schnorcheln, das erste Mal. Beim Tauchen dürfen wir übrigens auch nicht die Kamera mitnehmen, deswegen jetzt die Schnorchelaufnahmen und beim Tauchen konzentrieren wir uns von uns ganz auf das Erlebnis. Ganzkörperkondom. Alter, wir sind hier. UK. Und heute. Central Sealers. Mission heute findet Nemo. Findet einen Shark. Nein, findet Nemo erstmal. Kleine Brötchen backen. Danach kommen die Haie. Du bist ja noch nicht mit dem Hai getaucht, so ungefähr. Ich predikte, ich werde heute auch mit dem Hai schwimmen, damit er endlich damit aufhört. Ja.
Fazit zum Great Barrier Reef Tauchgang. Der war unglaublich. Wir haben eine Schildkröte gesehen, die war riesig. Die war so. Also, das war die größte Schildkröte, glaube ich, die man hier sehen kann. Ungelogen, die war so groß. Größer. So, größer, die war so groß wie wir. Das ist immer auch Spaß, aber das war so ein Maschine. Wie groß? So. Und dann haben wir noch zwei Haie haben wir gesehen, zwei Reef Sharks, genau so 2 Meter. Dann noch zwei kleine Schildkröten. Nemo haben wir gefunden und ganz viele Korallen. Ja, ganz viel Reef, das war cool. Aber, und jetzt wird nachgeladen. Ja? Für die Rückfahrt. Da wird nicht reingeschnitten. Ja. Doch, richtig Feuer, da eben saß auch schon ein fettes Buffet. Ich will nicht kotzen, Digga. Sonst werde ich nicht gefilmt. Muss man was anderes machen? Gar nicht. Der Block. Luca isst immer so viel und ist so gierig. Ich habe einen Muffin gegessen. Na, 4 locker. Ich kann jetzt alle. Hier ist ein Muffin noch und ich kann jetzt noch zuerst meinen Rucksack rausholen. Dann hätten wir sogar noch einen 5. Muffin geholt. Los? Ich filme die ganze Zeit schon, ja. Ein langer, unglaublicher Roadtrip geht zu Ende. Wir gehen gleich die dicke Werder ab, die zweite. Wir haben sehr coole Erfahrungen gemacht. Ich bin glücklich, dabei gewesen sein zu dürfen. Und nochmal danke, dass ihr uns begleitet habt. Schöne Grüße nach Hause. Schöne Grüße an Freunde und Familie, an alle Fans. Vielen Dank fürs Einsteigen, fürs Liken, fürs Abonnieren. Und over and out, das war's von Ritters. Das war's von Pilz. Der letzte Puckmann ist auch aus. Peace out.